Also erstmal möchte ich mich wirklich bedanken für das Privileg, hier zu sitzen. Hier sitzen zu dürfen und einfach zu sprechen. Es ist für mich wirklich nicht so einfach. Also ich bin nicht so der Sprecher. Dennoch bin ich total glücklich, hier zu sein und zu sprechen und sprechen zu dürfen, sprechen zu können. Mich bewegen die Tage wirklich sehr hier. Und ich bitte euch, das zu verzeihen. Also ich werde nicht darüber sprechen, was da in dem Buch steht. Es soll ja ein Impulsvortrag sein, deswegen fühle ich mich gerade nicht so danach. Und auch da bin ich sehr glücklich darüber. Ich würde euch gerne ein paar Sachen darlegen, wie es sich einfach für mich anfühlt. Und es ist für mich wirklich eine Herzensangelegenheit, hier zu sein. Und ich bin sehr berührt. Und für mich gibt es sowas wie spirituelles Erwachen, eindeutig. Für mich gibt es sowas wie Befreiung, eindeutig. Es ist was sehr, sehr Individuelles und was sehr, es ist nur für mich. Ich kann euch einladen, teilzuhaben, vielleicht. Doch sehen musst du selber. Du musst es selber für dich entdecken, wie das geschieht. Du musst selber für dich entdecken, dass das wirklich alles von allein geschieht. Es geschieht von allein alles. Und zwar alles, alles, alles. Für mich ist es Hilflosigkeit, und zwar absolute Hilflosigkeit. Irgendwann wird es Losigkeit, doch solange der Körper da ist, ist es Hilflosigkeit. Und die ist wunderschön. Ich kann es nicht ausdrücken, aber die ist wunderschön. Sajid, du weißt es. Und es ist immer anders. Ich habe hier drei Säcke und ich würde euch das gern darstellen, wie es sich für mich anfühlt. Also hier ist die Hilflosigkeit, die ich bin. Ich bin absolute Hilflosigkeit. Ich sage nicht, dass ich hilflos bin. Bitte das richtig verstehen. Ich bin nicht hilflos. Ich bin absolute Hilflosigkeit. Das kannst du sehen, entdecken, wenn der wegfällt, der sich hilflos manchmal fühlt und manchmal nicht hilflos fühlt. Es fällt jemand weg und es bleibt Hilflosigkeit übrig. Und zwar absolut. Das ist immer absolut. Die ist immer absolut, die war immer absolut und wird immer absolut bleiben. Diese Losigkeit. Der zweite Kissen steht für die Liebesaffäre. Es ist eine Liebesaffäre. Das Ganze. Und zwar eine wunderschöne Liebesaffäre mit dir selbst. Das Leben führt eine Liebesaffäre mit sich selbst und zwar die ganze Zeit.
und dafür schütte ich euch mein Herz aus. Und ihr könnt trinken, wenn ihr möchtet, so viel ihr möchtet, die ganze Zeit. Du hast es selber in der Hand, wie viel du trinken möchtest. Ich kann dir nur anbieten, zu trinken. Das dritte Kissen steht für das Ich Bin. Das Ich Bin in meinem Herzen, in jedem Herzen. Das Ich Bin ist immer dasselbe, in jedem Körper. Zu diesem Ich Bin kannst du immer hingehen. Von dem geht alles aus, zu dem geht es immer wieder zurück. Die Energie geht weg davon, sie kommt wieder zurück. Sie geht weg und kommt wieder zurück. Aber das Ich Bin bleibt. Es ist da, solange der Körper da ist. Dieses Ich Bin wird in der Früh wach mit dem Körper, ist, solange der Körper wach ist, wach. Wenn der Körper wegschläft, fällt das Ich Bin auch weg. Dieses Ich Bin hat eine wunderbare Möglichkeit. Wenn du da bist, kannst du dich entscheiden. In diesem Ich Bin gibt es ein Ja oder ein Nein. Du kannst entscheiden. Das bedeutet nicht, dass du einen freien Willen hast. Auch das bitte nicht falsch verstehen. Es gibt absolut keinen freien Willen. Es gibt nur Hilflosigkeit. Dennoch gibt es scheinbar so ein Gefühl von hier, da drin, in jedem Körper, von dir hier aus kannst du dich scheinbar entscheiden. Und da lade ich dich ein, guck rein, was willst du und entscheide dich dafür. Von ganzem Herzen. Es ist vollkommen egal, was das ist. Ob das spirituelles Erwachen ist oder einfach nur einen Kaffee zu trinken. Es ist sowas von vollkommen wurscht und egal. Guck einfach, wonach dir ist, von Herzen. Spirituelles Erwachen oder Befreiung, wie es sich für mich darstellt, ist ein Prozess, scheinbar. Es ist aber immer ein Geschehen, das jetzt stattfindet. Für mich hat die ganze Chose begonnen, ja, immer, ja, so kann ich das nicht sagen. Es hat sich ereignet, da war ich, es ist schon lange her, also es ist schon knapp 20 Jahre her. Mein Vater hat sich das Leben genommen, hat sich erhängt. Ich habe ihn gefunden. Es war für mich der größte Schmerz, den man sich vorstellen kann. Es war für mich etwas, was ich versucht habe, meine ganze Kindheit, meine ganze Jugendzeit zu verhindern. Und es war nicht möglich. Ich wusste, es passiert. Und es ist passiert. In dem Moment, als ich ihn gefunden habe, war es ganz klar, ich konnte sehen, das, was da hängt, ist nicht mein Vater. Es gibt kein Sterben, war ganz eindeutig klar. Es war, wie wenn mich Licht vollkommen aushüllt und durchströmt. Ich war nur Licht in dem Moment. Ich habe nichts von spirituell irgendwas Schnickschnack gehört. Ich habe nichts dafür getan, ich habe nichts dagegen getan, es ist einfach geschehen. Über Monate war ich Licht. Es ist alles passiert, also es war Beerdigung, es war die Trauer, es alles ist passiert. Ich war nur Licht. Und langsam, nach ein paar Monaten, ist es so abgeflaut, ging das wieder weg. Aber es war etwas, mein ganzes Leben hat sich geändert. Und
irgendwas hat mich dazu gebracht, wirklich, ich wollte wissen, was das ist, was das Licht ist. Eindeutig, ich wollte es wissen. Komischerweise, und das ist wirklich komisch, ein paar Monate später saß ich im Satsang. Ich war im Urlaub und auf einmal war ich in einem Raum, in dem Satsang stattgefunden hat. Da saß mir jemand gegenüber, der mir gesagt hat, so schaut's aus, das bist du. Nein, es war nicht bei dir im Satsang. Hast du das? Es war bei dir im Satsang. Oder? Ich habe ihn auch nicht gewusst. Ja. Wahrscheinlich war es bei dir im Satsang. Und das ist für mich das erste klare Sehen, ein Moment, wo ich wusste, okay, das ist es, das will ich. Das, was der Mensch mir schenkt, er hat mir sein Herz geschenkt in dem Moment. So hat es sich für mich angefühlt. Und zwar voll und ganz. Und in dem Moment, das ist für mich das, wo das Ich Bin, zu einer Liebesbeziehung wird. Wo das Leben wirklich zu einer Liebesbeziehung wird. Es ist in keinster Weise klar, was das ist. Aber es ist eine Liebesbeziehung. Und die Suche geht weiter. Die Suche hat da erst richtig begonnen. Die Suche nach mir selber. Was bin ich? Was soll das? Was ist das? Ich bin überall in der Welt rumgereist, von einem Satsang zum anderen. Meinen Lehrer, für mich war der Mensch, den ich beim ersten Satsang kennengelernt habe, mein Lehrer. Das ist mein Lehrer. Das ist das, was ich bin. Bei dem Lehrer war ich 5, 6 Jahre wirklich sehr intensiv und direkt. Und ich habe alles für ihn getan. Jetzt weiß ich, das wusste ich damals noch nicht, er hat noch viel mehr für mich getan. Ich musste aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, nicht weil er es sagte, sondern weil hier drin der Lehrer das Ich Bin mir gesagt hat, ich muss da wieder weg, bin ich weg nach 5, 6 Jahren und bin nach Indien und alles Mögliche, was halt dann da so kommt, kennt ihr vielleicht. Ich habe gemeint, es fehlt noch was. Und es hat was gefehlt, eindeutig, ganz klar. Und dann gab es sowas wie den letzten Satsang für dieses Ich. Ich bin danach noch häufig zu Satsangs gegangen, wie jetzt auch. Das ganze Wochenende ist Satsang. Wunderschön, kein Problem. In allen Formen, nichts dagegen. Darf alles sein. Jeder darf mitmachen. Es gibt keine Form. Es braucht keinen Feuerstuhl, so ein Schwachsinn. Aber wenn ein Stuhl da steht, dann sitzt man halt drauf und feuert. Die Satsangs, die ich erlebt habe, waren meistens so, im direkten Gegenüber. Wo einer spricht und das Herz ausschüttet. Wo dann manchmal eine Frage kommt und dann schütten wir gemeinsam. Der letzte Satsang war für mich eigentlich keine große Geschichte. Aber dennoch war es der letzte Satsang für mich als ich. Ich bin nach dem Satsang nach Hause gefahren auf der Autobahn
Und während dem Fahren, ich weiß nicht, 120, ich fahre ganz schnell Auto, 120, 130, ist das System einfach weggekippt. Und es ist witzig, um denen zu sagen, die da Angst haben davor, ich will dir nur sagen, es passiert nichts, der Körper macht weiter, der fährt einfach weiter, weil es automatisch ist. Der Körper fährt weiter, du musst nichts tun. Der Körper ist eine Automatik, wie bei einem kleinen Kind. Die Kinder tun und machen, das läuft automatisch. Aber es ist niemand da, für den das automatisch ist. Es gibt auch keine Zeit, auch das sagtest du schon, Sajid. Und dennoch wacht das System wieder auf. Also das Autofahren geht weiter, auf einmal wird wieder jemand wach. Und dann gab es so eine Zeit, ich weiß nicht mehr genau, wie lange die gedauert hat, mehrere Monate, wo das so hin und her geschiftet hat, zwischen raus und rein, raus und rein, raus und rein, raus und rein. Manchmal schneller, manchmal war es länger draußen, manchmal länger drin, manchmal einfach hin und her. Es war eine Scheißzeit. Mir ging es da wirklich dreckig. Um Armin zu zitieren, vielleicht war das die Zeit, wo die Schatten hochkommen. Keine Ahnung, vielleicht. Kann man es so nennen. Jeder nennt es anders. Für mich war es eine Scheißzeit. Und dann, irgendwas hat mich dazu bewegt, es war in der Schweiz, in den Schweizer Bergen, ein Retreat zu machen, so ein Vipassana-Retreat. Wunderschön, jedem kann ich nur empfehlen. Wobei da nichts passiert. Es war eines Morgens, da ist Aufwachen geschehen, aber es war niemand da. Und seither passiert Aufwachen und Einschlafen, aber es ist niemand da. Seither passiert das Leben einfach so. Ohne mich, ohne dich, mit mir, mit dir, mit allem, was dazu gehört. Es ist eine Liebesaffäre, die sich erkennt in der Hoffnungslosigkeit. Und zwar in jedem Moment. Die ist traurig und fröhlich zugleich. Die weint und lacht. Und alles geschieht da drin, einfach so. Und es ist individuell, absolut. Für dich schaut es ganz anders aus, natürlich. Es macht nichts. Wir können uns austauschen. Das ist für mich Satsang, genau auszutauschen. Auf dieser Ebene der Hoffnungslosigkeit, der Liebesaffäre und des Ich Bin, sich auszutauschen und sich zu entspannen. Also das ist die Einladung, einfach zu entspannen in dem, was du bist. Es passiert automatisch und von allein. Es gibt spirituelles Erwachen, es gibt Befreiung. Wir sind absolute Freiheit. Freiheit auf zwei Beinen, die liebt. Und zwar die ganze Zeit. Und heute habe ich auch eine Familie. Ich habe eine wunderbare Partnerin an meiner Seite, die mich manchmal schon ziemlich, auch gestern hat es Peter erzählt,
Mari hat es auch erzählt, die können einen manchmal schon ganz schön an den Rand bringen. Ja. Wut kommt hoch, Angst kommt hoch. Wieso nicht? Dafür ist der Körper da, er ist lebendig. Es ist Stille da. Und zwar in jedem Moment hast du die Möglichkeit, die Stille zu sehen, hier drin. Dieses Ich Bin ist absolut still und volle Lebendigkeit im Ausdruck. Aber individuell. Ich muss lernen, ich bin nicht so der gesprächige Typ. Mir fällt es nicht so leicht, in ein Gespräch zu gehen. Ja, dann stehe ich halt einfach da. Was soll's? Der andere kann einfach wunderschöne Bilder malen. Finde ich echt ganz, ich finde es einfach wunderschön. Der andere macht Musik. Wunderschön. Und das ist für mich der Raum, in dem Satsang stattfindet. Und da spreche ich die Einladung aus, jetzt hier zu sein und teilzuhaben. Wie auch immer, du musst nicht sprechen. Du darfst sprechen. Du kannst ein Gefühl mitteilen, aber du musst es nicht. Man kann in ein Gefühl gehen, aber man muss es nicht. Satsang ist keine Therapie. Satsang ist Sein. Und zwar miteinander, wie auch immer das stattfindet. Also ich habe keine Ahnung. Es ist keine Therapie. Ich weiß, es gibt Traumata. Ich bin selber Osteopath seit 20 Jahren. Es gibt Traumata, da ist gut, wenn man zu einem Therapeuten geht. Wieso nicht? Spielt keine Rolle, hat mit Satsang nichts zu tun. Und das finde ich sehr wichtig, das nicht zu vermischen. Satsang ist keine Therapie. Satsang ist Sein. Ja, jetzt höre ich schon auf. Vielen Dank.